Hallöchen, ihr Lieben. Hallöchen. Hier kommen wir heute zum Part 2 unseres Q&As. Q&A, ich habe es gelernt. Question and Answer. Ja, ja. Genau, und zwar, die erste Frage ist, habt ihr manchmal Streit und wenn ja, wo zieht ihr euch dann zurück? Also es kommen jetzt tatsächlich so ein paar Fragen zu unserer Beziehung auch oder so Beziehungssachen auch. Ich bin gespannt, ich kenne die Fragen nicht. Unter anderem, aber auch zu Young Living tatsächlich und naja, schauen wir mal. Also erste Frage ist, habt ihr auch manchmal Streit und wenn ja, wo zieht ihr euch dann zurück? Ja, wir haben auch manchmal Streit. Tatsächlich sehr selten. Wir streiten uns sehr selten. Ja, aber wenn, dann rappelt der Walter. Obwohl, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, tatsächlich hat sich das geändert. Also ja. Ich habe da ganz stark auch an mir gearbeitet, würde ich mal sagen, dass ich mich nicht fallen lasse in sowas. Also ihnen dann die Emotionen und dann auch Gas gebe. Das habe ich früher, schon häufiger mal gemacht. Da achte ich schon ein bisschen mehr auf mich, dass ich das nicht tue. Und tatsächlich haben wir auch gerade jetzt auch in der vergangenen Zeit ganz stark an unserer Kommunikation gearbeitet. Ja. Dass wir halt ganz anders auch dann miteinander sprechen oder so. Ja. Also ich möchte ganz kurz was sagen. Als wir losgefahren sind. Das ist so süß, wenn du sagst, ich möchte ganz kurz was sagen und dann. Weil das immer, länger dauert. Ne? Also, als wir losgefahren sind, also natürlich war es so, Sascha war den ganzen Tag am Arbeiten vorher, ja. Der kam dann abends um 17 Uhr oder 16, 17 Uhr nach Hause. Und ja, ich war viel auch alleine mit mir. Und jetzt sind wir hier auf 10, 11, 12 Quadratmeter und hocken 24 Stunden aufeinander. Erstens privat und beruflich, weil wir arbeiten ja auch zusammen. Also wir haben ja mittlerweile eine Firma gegründet und Sascha ist ja quasi bei mir eingestiegen. Und ja, kann man das so sagen, oder? Naja. Und wir sind ein richtiges, krasses Team. Und wenn wir uns ständig nur in die Haare haben würden oder nicht miteinander kommunizieren würden, dann wäre das zum Scheitern verurteilt. Aber als wir losgefahren sind, war das natürlich für uns jetzt auch erstmal eine Herausforderung und wir haben uns nochmal ganz anders kennengelernt, denn wir haben uns natürlich viel besser kennengelernt. Also das Arbeiten hat sich tatsächlich auch erst nach einer gewissen Zeit so eingestellt. Also am Anfang war das noch nicht so präsent, aber da kommen wir gleich noch zu, denke ich. Ja, genau. Also ich wollte eigentlich nur darauf zu sprechen kommen, dass wir uns am Anfang einmal, das war in Kroatien, so doll gestritten haben. Da habe ich gedacht, ich will nach Hause. Ich will nach Hause zu meiner Mama und ich will nach Hause zu meinem Papa. Meine Mama ist ja nicht mehr da, aber ich will nach Hause und ich will die Scheidung und alles ist scheiße. Also das war schon krass. Es war ein Kommunikationsproblem, möchte ich dazu sagen. Und dann gab es nochmal einen richtig großen Streit. Das war schon in Griechenland, weißt du, wo wir auch Besuch hatten und wo wir da standen an dem Strand, wo dann ein großer LKW mit Franzosen angefahren kam und die da richtig fett Boxen und so drin hatten und dann mega Musik gemacht haben, direkt neben uns. Es war ganz stockfinster und wir auch mit denen gesprochen, also Sascha mit denen gesprochen, hey, ne, könnt ihr mal ein bisschen leiser und keine Ahnung und so. Und die ihn Sascha einfach rausgeschoben haben und dann eine Tür zugemacht haben und nochmal volle Lautstärke dann gemacht. Also es war ganz schlimm. Es war für mich so schlimm, dass mir da nochmal bewusst geworden ist, auch wie mega sensibel ich bin. Es war so schlimm. Und Sascha und ich, wir haben uns da so doll gestritten. Wir haben uns so doll da gestritten. Also da sind auch viele Tränen geflossen. Aber ja, da haben wir uns natürlich hinterher auch wieder nicht mehr gestritten. Und dann gab es irgendwo noch ein Thema, das war auch in Kalamata, glaube ich, bevor wir in die Türkei gefahren sind oder nach der Türkei. Bevor wir in die Türkei gefahren sind, da haben wir uns auch einmal ganz, 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 ganz doll gestritten. Also man kann so sagen, in den 2,5 Jahren haben wir uns 3-mal richtig doll gestritten, also dass es so mega schmerzhaft war. Aber wir sind aus jedem dieser Streitigkeiten noch mal stärker daraus hervorgegangen und haben stark an uns gearbeitet. Geht auch nicht anders. Gerade wenn man so auf so kleinem Raum ist, geht nicht anders. So
sollte das, glaube ich, auch sein. Ja, so, nach jedem so, Tief kommt auch dann wieder das Hoch. Aber beide müssen dazu bereit sein, daran zu arbeiten. Das ist, und das ist bei uns halt mega. Also wir können vielleicht nicht in dem Moment sofort, aber wir können dann hinterher mega gut miteinander reden und kommen auch beide dann in die Umsetzung, was zu verändern. Und ja, mit dem aus dem Weg gehen dann, also dass man sich dann zurückziehen kann, das ist schwierig. Das war für mich ein sehr, sehr großes Thema tatsächlich, weil ich auch schon sehr, sehr gerne auch alleine bin. Und das hat nichts gegen Sascha zu tun. Also ich glaube, das war auch für dich immer am Anfang schwierig, das zu verstehen, nicht persönlich zu nehmen. Und ich verkrieche mich halt hier gerne auch in meiner Höhle so, in dieser Ecke. Ja, das ist schwierig, weil dann muss einer rausgehen. Einer muss rausgehen und muss weggehen. Wir haben halt keine Türen. Ne? Das also, ist so. Wenn wir jetzt irgendwie getrennt arbeiten wollen, das geht schon, weil jeder hat da seinen Bereich, sein Büro. Ja. Sascha ist vorne, ich hier hinten und auf der Couch. Wir haben auch so einen Vorhang, ne? Dass man vielleicht auch visuell dann irgendwie nicht was mitbekommt, wenn irgendeiner da rumwackelt. Aber es gibt halt keine Türen. Ne? Genau. Und da müssen wir uns halt ein bisschen... arrangieren. Das ist schon ein schwieriges Thema, das stimmt. Also das ist nicht so einfach. Wie gesagt, einer muss dann rausgehen. Also man kann es auch einfach sehen, naja, ist ja kein Problem, geht halt einer raus und geht dann weg. Aber wenn man nicht weggehen will, weil man hier in seinen vier Wänden sein will und sich verkriechen will. Oder wenn das Wetter scheiße ist. Oder wenn das Wetter scheiße ist. Regenjacke, Regenschirm, genau. Aber es tatsächlich, das gab es nicht so oft, also von daher. Genau. Ich hatte dazu tatsächlich auch mal eine Frage, die kam über Instagram. Ja, jetzt zu dem Video auch, weil ich gesagt habe, wir machen keine Vanlife-Videos oder so. Das wolltest du am Anfang, aber wir haben uns dadurch immer nur ständig in die Haare gekriegt und die Person war wohl sehr erschrocken darüber, weil wir immer nur so auf heidi-teidi und alles ist gut und so machen, dass wir uns miteinander streiten. Ich meine, tatsächlich habe ich schon ein paar... Unser Leben ist heiti-teiti und unser Leben ist wunderschön. Und die Bilder, die wir zeigen, die sind einfach so. Ich kann das gleich auch nochmal auf Instagram zeigen, wie wir hier stehen. Also ich mach die Tür auf und dann habe ich direkt drei Schritte, habe meinen Bereich zum Yoga machen vorm Bus und bin direkt im Meer. Und hier stehen 1, 2, 3 weitere Autos mit uns, wovon wir 1, 2, 3 Personen auch kennen, die da stehen. Also wir sind jetzt nicht zusammen hingefahren, aber wir kennen uns einfach. Und sind hier in guter Gesellschaft. Und ich möchte dazu, Sascha, das ist wurscht. Es geht ja jetzt um die Beziehung halt auch. Und da möchte ich halt nochmal was sagen. Also wenn wir uns streiten, dann ist das eine Sache zwischen Sascha und mir. Und das sind ganz persönliche Sachen. Und natürlich mache ich da nicht die Kamera an bei Instagram und erzähle, dass Sascha und ich, wir haben uns gestritten und erzähle dann unsere privaten Sachen dann, die da gewesen sind. Also das könnt ihr euch bestimmt auch woanders angucken. Ja, das machen wir jetzt nicht, weil das ist das sind ja unsere Sachen. Man kann im Nachhinein schon sagen, und das habe ich auch immer wieder mal gesagt, zum Beispiel auch mit dem Fotografieren, wenn wir Fotos gemacht haben, da kriegen Sascha und ich uns immer in die Haare oder wie auch immer. Also ich habe das schon auch ein paar Mal erwähnt tatsächlich, dass wir uns auch mal streiten. Also es wäre ja, ich glaube, es gibt kaum ein Paar, was sich vielleicht so gar nicht streitet. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass Sascha und ich megamäßig miteinander harmonieren. Und wir haben in Thailand auch, also wir haben Freunde, mit denen wir jetzt auch nach Griechenland, nach Indien fliegen. Und er ist Astrologe und wir haben auch unser Horoskop da lesen lassen. Jeder einzeln, also quasi unseren Seelenplan und auch unser Partnerhoroskop. Und wir passen einfach perfekt zusammen. Privat, also das privat wie beruflich. Das steht da drin. Und von daher... Natürlich gibt es Sachen, die ich doof finde an Sascha. Irgendwelche Sachen, die, ja, wie du meinst, habe ich dir auch manchmal schon gesagt, wenn du so sauer bist und dann fühlt sich das so an, als ob er so von oben herab auf mich runter und dann fühle ich mich wie ein kleines Kind. Aber ist natürlich auch mitunter ein Thema bei mir. Und Sascha findet auch Sachen doof, die ich mache. Im Allgemeinen aber. Ja, harmonieren wir einfach miteinander und das ist ganz viel heidi-teidi und love and Peace and Harmony, genau. Ja, Love, Peace and Harmony. Jetzt haben wir ganz schön viele traurige Dinge hier erzählt. Gibt es auch fröhliche jetzt noch in den Fragen, dass wir weiterkommen? Ja, die Frage ist zum Beispiel, wie schafft ihr es immer so positiv zu sein? Oh, das ist ganz einfach. Wir machen das, was wir lieben. Machen das, was wir lieben und das macht uns so glücklich. Und wir haben das schon oft erlebt, dass Menschen zu uns gekommen sind, die auch Business über Instagram machen wollen, so wie wir das machen und die das aber nicht so gerne machen. Und die haben da nicht die Freude daran,
so wie wir. Wir haben aber Freude daran. Und das war auch mit ein Grund, warum ich mich bei YouTube oder wir uns bei YouTube zurückgezogen haben. Es hat uns keine Freude mehr gemacht und dann ist es auch nicht schön. Und wir haben uns mittlerweile dazu entschlossen, nur noch, also die meisten Dinge zu machen, die uns Freude bereiten. Ja? Und wir lieben uns. Wir sind glücklich, dass wir uns miteinander haben. Wir haben eine eigene Firma aufgebaut, ja, und ergänzen uns da mega zusammen. Es macht uns Freude, wie wir arbeiten. Wir leben im Wohnmobil, können durch die Gegend reisen, können da sein, wo wir gerade Bock haben. Also, wie schafft man es, da positiv zu sein? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Indem man das tut, was man liebt. Es ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, bei uns auf der Webseite steht hier frei und selbstbestimmt. Ne? Ja. Und das ist nicht nur ein Spruch, ne, der sich schön anhört, sondern wir leben das. Ja? Ja. Und der eine oder andere wird das mitbekommen auf Instagram und vielleicht wird es auch hier auf YouTube jetzt ein bisschen mehr auch dann zeigen, dass das halt nicht irgendwie eine Fiktion ist, sondern dass das Realität ist. Ne? Ja, genau. Das ist halt einfach so. Und wenn es irgendwo nicht schön ist, ja, und dann steigen wir ein und fahren wieder weg. Ja. Ne? Also es kann alles so einfach sein, wenn man in Möglichkeiten, in Lösungen denkt. Und klar, ich habe das ja schon erwähnt beim letzten Mal, es ist eine große innere Reise und wir sind jetzt nicht mehr die Menschen, die wir am Anfang unserer Reise waren. Wir sind jetzt viel zufriedener, wir sind viel glücklicher, natürlich. Ja? Und wir haben ganz, ganz, ganz viel gelernt. Natürlich in Bezug aufs Mindset auch. Ne? Ach, schade. Gestern noch was gehört. Wir gucken gerade so eine Serie. Shantaram heißt die. Gibt es auch ein Buch zu? Ja, das haben wir nicht gelesen. Aber der hat was Wichtiges gesagt. Und zwar, ich möchte nicht nur, da ging es um Träume und um Realität. Und da ging es darum, um es auf uns zu beziehen. Ja? Ja. Wir malen uns nicht nur unsere Träume aus, sondern wir leben unsere Träume. Ja, oder wir kreieren unsere Träume. Wir kreieren unsere Träume, ja. Das fand ich so schön. Ne? Und wir haben, als wir losgefahren sind oder als wir schon geplant haben, viele Ideen, viele Träume gehabt, ja, und wussten noch nicht, wie wir was irgendwie umsetzen. Und es kam einfach, seitdem wir unterwegs sind, kommen die Dinge einfach zu uns. Ja. Und heute, so mal rückblickend, kann man mal, wir gucken natürlich weiter in die Zukunft, aber um mal zurückzuschauen, kann man das einfach sagen, ne? Wir malen uns nicht nur Träume aus, das haben wir gemacht, sondern wir haben diese Träume auch tatsächlich umgesetzt in Realität. Mhm. Ne? So. Natürlich gibt es auch, möchte ich eben noch dazu sagen, das ist natürlich nicht so, dass immer nur alles super gut läuft. Natürlich haben wir auch mal ein Tief, ja. Gerade wenn man mit vielen, vielen Menschen zusammenarbeitet, also wir arbeiten ja im Empfehlungsmarketing und haben mittlerweile eine sehr, sehr große Community. Also jetzt nicht nur über Instagram an sich, sondern auch bei uns in unserem Team. Unser Team, das sind die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann gibt es ja noch das Größere. Grüne Familie. Ja, das Größere, genau. Das ist unsere Öle-Familie. Natürlich gibt es da auch zwischenmenschliche Probleme, die dann immer mal wieder auftauchen. Das bleibt nicht aus, wenn Menschen unter Menschen sind. Ja, und das ist so. Aber ich merke auch immer wieder, mich können ziemlich schnell Dinge runterziehen. Bei Sascha, der kann sich da recht gut abgrenzen. Bei mir fällt das ja ein bisschen schwerer. Ist ein großes Thema bei mir. Aber ich merke auch immer wieder, ich brauche dann 2-3 Tage. Mittlerweile kommt drauf an, was es ist, geht sogar auch schneller. Wie gesagt, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Und dann gehe ich da wieder raus. Also wir hatten erst vor einiger Zeit wieder so eine Sache, wo ich echt gedacht habe, boah, das ist harter Tobak, hätte ich von den Menschen gar nicht gedacht. Also man baut auch zu manchen eine Beziehung auf oder hat die auch persönlich kennengelernt und so. Aber hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich noch zu Sascha gesagt, aber weißt du was? Weißt du, worauf ich mich jetzt freue? Jetzt sind wir hier gerade in so einem Tief und alles ist scheiße, aber danach wird es wieder hell. Und so arbeitet eben das Universum. Wenn was dunkel ist, wird es danach wieder hell. Und meistens noch umso schöner. Und bei uns ist das immer so. Wie ich schon sagte, wir gehen dann nochmal stärker daraus hervor und es entstehen super, super schöne, schöne Dinge. Ich möchte ganz kurz einwerfen. Vor ungefähr 13 Minuten hat Vivi gesagt, ich würde da mal ganz kurz eben was zu sagen. Okay, mach mal jetzt weiter. Eine Frage war noch, seid ihr mit euren Ex-Partnern fein und mit euren Kindern? Lieb euch.
Also da, ich habe da, als wir losgefahren sind, haben wir auch mal Videos gemacht oder auch Podcasts oder so, und ich habe gesagt, ich will da nicht drüber reden irgendwie. Tatsächlich kann ich da aber trotzdem auch was zu sagen. Ich habe da mittlerweile, so ein bisschen, ja, genau, ich hab da meine Meinung auch zu geändert, das nicht zu sagen. Also meine Kinder haben sich von mir abgewandt, als wir Anfang 2021, also bevor wir losgereist sind, haben beide Kinder den Kontakt abgebrochen und auch direkt blockiert und keine Möglichkeit. Und ich habe versucht, über meine Ex-Frau da irgendwie den Kontakt noch zu halten. Aber auch sie hat den Kontakt abgebrochen, weil sie ganz klar sagt, die Kinder wollen das nicht und sie ist da raus. Okay, ich muss damit leben. Ich kann das nicht ändern. Ich versuche natürlich schon irgendwie, weiß ich nicht, dass ich versuche irgendwie vielleicht doch mal so ein bisschen Kontakt herzustellen oder so. Aber wenn man auf allen Kanälen blockiert, ist das natürlich nicht so einfach. Und ganz großes der Gedanke, Thema auch Kommunikation. Und der Gedanke oder beziehungsweise was ich dann auch schon mal zu hören kriege, ist, ja, aber wenn ihr durch die Gegend reist, dann kannst du ja auch nicht und du musst jetzt hier in Deutschland bleiben und für deine Kinder da sein und du lebst hier dein eigenes Leben und Leute, denkt mal drüber nach. Selbst wenn ich der Nachbar wäre und meine Kinder mit mir keinen Kontakt haben wollen, dann ist die Tür zu und bleibt die Tür auch zu. Also spielt das überhaupt keine Rolle. Viele Menschen sagen mir, ja, okay, irgendwann werden die Kinder bestimmt wieder kommen. Ich wünsche es mir natürlich und finde das auch total schön, aber das ist halt so und das, ja. Genau. Also ich möchte mal da was dazu sagen, weil es kann natürlich auch ganz anders funktionieren. Also bei mir zum Beispiel ist es ganz anders. Und wer Kontakt haben möchte, der kann den haben. Wir leben in einer Welt, ja, wo alles möglich ist, nur alleine schon durch die sozialen Medien. Und meine Kinder, also ich habe ja 3 Kinder und ich habe mit allen 3 Kontakt, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Und ich kann euch sagen, das funktioniert. Und wenn meine Kinder, und das wäre natürlich auch bei Saschas Kindern so, wenn die sagen würden, du musst nach Hause kommen, wir brauchen dich. Ja, da wären wir doch die Letzten, die dann sagen würden, ja, ihr könnt mich mal, ich bleibe jetzt hier, komm doch selber oder wie auch immer. Wir würden sofort unsere Sachen packen und würden rüber fliegen, fahren, wie auch immer. Genau, hier gibt es einen Flughafen, ja, da dauert irgendwie 4 Stunden, dann bin ich in Deutschland. Also das ist nicht das Thema. Und tatsächlich... Die leben ja auch ihr eigenes Leben. Ja. Also, es ist halt so, also... Was ohne jetzt da noch weiter irgendwie großartig zu erzählen, aber ich weiß halt auch, dass es anders geht, weil wir haben zum Beispiel zu Vivis Ex-Partner einen guten Kontakt, auch ich, also wir können am Tisch sitzen, können uns unterhalten und ohne irgendwie das Problem, ja, sei es so oder sei es auf Geburtstagen oder was auch immer, wir kommunizieren gut und auch mit den Kindern. Und offen. Dass wir auch zum Beispiel über Zoom uns unterhalten, ja, Videochatten, ne, ist überhaupt gar kein Problem, ja, egal wo man wirklich ist, dass man auch den Kontakt aufrecht hält, ne, also. Ja. Genau. Es gibt immer eine Lösung, Leute, immer. Immer. Ich glaube, das war von hier alles. Fährt Vivi auch manchmal mit dem Walter? Immer. Nein. Ja, nebenbei. Genau. Aber selber fährt sie nicht. Nein. Nein, selber fährt sie nicht. Wir haben es auch nicht versucht, als wir den T4 hatten und der hatte Automatik am Anfang. Mhm. Sind wir mal so ein bisschen auf den Platz gefahren, aber das haben wir nicht weiter verfolgt irgendwie. Mhm. Und mit Walter fährt tatsächlich nur ich. Ja, genau. Man kann mich so betrachten, als ob ich keinen Führerschein habe. Ja. Sind hier noch ein paar Fragen? Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie was. Achso, eine Frage war noch, ob wir spirituell sind. Hatte ich irgendwie schon mal was zu gesagt, glaube ich. Also, Sashi hat sich mit der Spiritualität sehr intensiv auseinandergesetzt. Da gibt es auch einen Podcast zu. Sascha im Ashram. Der ist, glaube ich, ganz interessant. Der erklärt das alles ganz toll. Mhm. Aber um dazu was zu sagen, ja, ich bin spirituell. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man muss mal ganz fest darüber nachdenken, was das überhaupt bedeutet, spirituell zu sein. Ja? Was bedeutet das denn? Glaube ich an Gott, ja? Glaube ich an ein höheres Wesen, glaube ich an das Universum, glaube ich an irgendetwas. Ist das schon Spiritualität? Sehe ich Auren oder Geister? Ja? Ist das Spiritualität? Ist das Spiritualität, wenn ich mich morgens hier nach draußen setze. Und Yoga mache oder meditieren. Wenn ich mich nach draußen setze, meditiere, mich nur mit mir selber beschäftige, ja,
mich praktisch als Außenstehender selber betrachte, meine Gedanken, meine Gefühle, was auch immer, ist das schon Spiritualität? Jeder muss da einfach mal kurz in sich gehen oder sollte oder darf. Ja, heute, oh, Entschuldigung, das ist meine Ausdrucksweise. Manchmal passiert es, dass ich augenscheinlich Menschen sage, was sie tun müssen, wobei ich eigentlich nur sagen möchte, du darfst eine Empfehlung aussprechen, eine Einladung, wenn du möchtest, aber auch nur, dass deine eigene Entscheidung, dann würde ich dich einladen, darfst du sehr gerne dich damit einfach mal auseinandersetzen. Ist schon ganz spannend. Ich für mich, für meinen Teil, denke, dass ich spirituell bin. War ich früher bestimmt auch, habe es nicht nach außen getragen, auch nicht gelebt. Habe auch schon drüber nachgedacht, habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ja. Viel gequatscht. Ihr könnt ja mal hier unten reinschreiben, was ihr meint, was Spiritualität bedeutet. Das würde mich mal interessieren. Genau. Und wenn der eine oder andere Bock drauf hat, dann können wir auch gerne mal so einen Laberblog machen hier über Spiritualität. Also ich würde auch sagen, dass ich spirituell bin. Bin ich? Ja, bist du. Wir sind. Wir sind spirituell. Wir sind spirituell. Okay, dann kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Und zwar, noch mehr Fragen? Welche geführte Meditation kannst du empfehlen, Vivi? Also, ich habe ja eine Gruppe gegründet, die Unsere Seelenreise heißt die. Natürlich hat das auch ganz viel mit ätherischen Ölen zu tun, denn die sind sehr unterstützend dazu, sich in der Persönlichkeitsentwicklung ja eben weiterzuentwickeln, sich zu entfalten und zu unterstützen. Und ganz wichtig, wir posten die Gruppe nicht in die hier, nicht hier unten rein. Nee. Aber wenn ihr möchtet, dann dürft ihr uns gerne privat anschreiben. Genau, bei Instagram anschreiben, per E-Mail anschreiben. Ja, der Blog ist hier verlinkt. Ne? Schreibt eine kurze E-Mail, das Kontaktformular. Wenn ihr darauf Bock habt, Interesse habt, dann schicken wir euch den Link dazu. Ist eine öffentliche Gruppe, aber den posten wir jetzt hier nicht, weil sonst haben wir da Hans und Franz drin, die wir nicht da drin haben wollen. Genau. Aber es geht auch um Meditation in dieser Gruppe. Und ich habe in letzter Zeit, als wir in Deutschland waren, da habe ich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit oder Zeit hinter mir, in der ich ganz viel Kraft wieder sammeln musste und auch zu mir kommen musste. Und da haben mich die Meditation von Peter Bär sehr, sehr viel begleitet, mehrmals täglich. Denn ich habe in der Zeit es nicht geschafft, alleine in der Ruhe, ohne etwas zu hören, zu meditieren. Und so bin ich auf die geführten Meditationen gekommen. Ich habe seine beiden Bücher gelesen oder gehört als Hörbuch. Unterwegs höre ich tatsächlich viel Hörbücher, weil man kommt in fremden Ländern nicht immer so gut an deutschsprachige Bücher dran. Und deswegen empfehle ich die sehr. Ich habe aber jetzt auch schon ein paar Mal bei mir in der Gruppe halt dann gelesen, dass die Leute dann geschrieben haben, die kommen auf dem Akzent nicht, auf seinen, doch ist Akzent oder Dialekt oder was. Ich meine, Dialekt, er kommt aus Bayern, obwohl ich höre das jetzt nicht raus. Also er ist sehr bemüht, finde ich. Oder die mögen seine Stimme nicht. Aber ich selber... Es ist mega, ich kann da mega gut runterfahren. Also von meiner Seite aus würde ich ihn immer wieder empfehlen. Ich finde den richtig gut. Und dann, so, noch eine Frage jetzt zu unserer Beziehung. Und dann kommen zwei Young Living Fragen. Das sind dann die letzten. Was hilft, eure Liebe lebendig zu halten und wachsen zu lassen? Kommunikation. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und was richtig, also ich spreche mal von meiner Seite eben, ne? Das habe ich dir letztens auch noch gesagt. Also was so richtig, richtig gut ist, was ich halt immer wieder merke, dass Sascha mich ernst nimmt. Nicht mich ernst nimmt, weil das war noch ein Thema. Das kommt jetzt erst. Ich habe mich früher nämlich nicht so ernst genommen gefühlt mit meiner Verletzlichkeit in vielen Dingen. Aber da kannst du da... Ich muss gar nicht viel dazu sagen. Jetzt mach mal. Okay, aber dass ich gesehen werde, das ist es. Sascha sieht mich und ich sehe ihn. Und wir können gegenseitig sehen, wo unsere Stärken liegen und wo wir uns unterstützen können, uns halten können. Und das ist ganz wichtig, weil nur deswegen sind wir auch dahin gekommen, wo wir hingekommen sind. Wenn wir morgens aufstehen, also es gibt so gut wie keinen Tag, das finde ich so besonders schön, es gibt so gut wie keinen Tag, wo Sascha mir nicht sagt, dass er mich liebt und wenn er mich anguckt und sagt, weißt du eigentlich, wie schön du bist? Ach, ich liebe dich so, du siehst so schön aus. Ich hab dich so lieb. Manchmal fange ich auch an zu singen. Sowas wie Sexbomb, Sexbomb. Und ich singe dann mit. Ja, oder wie war das? Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ja. Und sofort ist die gute Laune da, ja? Genau. Ja, genau. Ja. Ja, das,
Punkt. So ist das. Keine Ahnung. Boah, ganz schön viel privater, peinlicher Kram hier drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich glaube, ich kann ja noch mal kurz was sagen. Kommunikation an allererster Stelle und beide müssen ganz offen kommunizieren. Das war mit eins der ersten Dinge, die ich Sascha am Anfang gesagt habe, weil ich es sofort gemerkt habe, was passiert, wenn wir in Diskussionen gekommen sind. Und ich gesagt habe, pass mal auf, unsere Beziehung jetzt, du willst, dass das funktioniert und ich will, dass das funktioniert. Und das kann nur dann funktionieren, wenn wir beide offen und ehrlich miteinander umgehen. Und das Ganze funktioniert einfach nur dann, wenn wir, ja, mutig sind. Es ist ganz oft so, dass jemand irgendwie dem anderen etwas nicht sagt, weil er Angst hat, denjenigen zu verletzen. Oder weil er Angst hat, wie der darauf reagieren könnte, was es mit dir dann macht. Da muss man drauf scheißen. Man muss da durch. Das denke ich. Und das war immer wieder auch bei uns Thema. Und natürlich sagen wir uns auch Dinge, die wir nicht gerne hören wollen und die im ersten Moment verletzend sind. Aber nur so schaffen wir es, daran zu arbeiten und uns auch in unserer Echtheit, so wie wir sind, zu lieben. Weil wenn sich jemand ja die ganze Zeit verstellt, dem anderen zuliebe, dann liebst du ihn ja nicht wirklich, sondern das, was er dir zeigt, also ist nicht wirklich echt. Ja, ein schwieriges Thema. Das kann ich dazu sagen. Jetzt kommen noch zwei Young Living Fragen. Sollen wir das hier machen oder sollen wir da tatsächlich dann irgendwie nochmal ein neues Video zu machen? Ja, dann machen wir mal ein neues Video zu. Dann gibt es noch ein drittes Video. Tada! Ja.